Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, heißt das nicht, dass du etwas falsch machst, sondern dass dein Charakter, dein Vertrauen und dein Glaube geschult werden. Gott lässt keine Dinge zu, aus denen er nichts Gutes machen kann. Auch in deinem Leben. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute geht es in meinem Thema um Enttäuschungen. Und vielleicht hat dich heute Morgen auch schon jemand enttäuscht. Vielleicht, als du hierher gekommen bist, hat dich jemand nicht begrüßt oder sei es was auch immer. Du bist enttäuscht und trägst es vielleicht auch gerade in deinem Herzen mit herum. Enttäuschungen begegnen uns sehr oft überall. Und mein Thema heißt heute versteckte Enttäuschungen. Versteckte Enttäuschungen sind Enttäuschungen, die sich tief in unsere Seele eingegraben haben. Da, wo du manchmal so dran herumkaust. Enttäuschungen, die in unserem Leben hängen bleiben, die wir nicht überwinden. Jeder hat Enttäuschungen, Verletzungen und Niederlagen erlebt. Und das blockiert uns oft oder hemmt uns oft auch in unser Leben lang, weil wir die Schuld an uns suchen oder auch weil wir die Schuld Gott geben oder auch unseren Mitmenschen und dann vielleicht sogar Hass entwickeln. Wir müssen Gottes Prinzip erkennen, was er damit bezwecken will, wenn nicht alles nach unseren Vorstellungen läuft. Ist in deinem Leben alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Niemand spricht gerne über seine Niederlagen und Enttäuschungen und deshalb sind sie oft tief in unserem Herzen verborgen. Wir sind enttäuscht, wenn unsere Erwartungen nicht so in Erfüllung gehen, wie wir es gerne hätten. Und oft schieben wir das dann Gott in die Schuhe, weil er es nicht so geschehen lässt, wie wir das wollen. Und Gott sagt uns in Jesaja 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ein sehr bekannter Vers und viele kennen ihn. Doch wir deuten das eigentlich, als ob das nur für andere gilt und nicht für uns selber. Bei uns soll doch alles nach Plan laufen. Das soll doch alles gut laufen. Aber Gottes Wege führen nicht geradeaus zum Ziel. Es gibt Biegungen, es gibt Kurven, Windungen, Enttäuschungen, Verluste, Verletzungen. Alles ist in Gottes Plan. Und manchmal knüpfen wir Gottes Plan an Bedingungen. Gott, wenn du das und das tust, dann werde ich dies und jenes. Kennt ihr das? Wenn du mich gesund machst oder wenn ich eine Frau oder einen Mann finde oder wenn du meine Forderungen erfüllst, dann werde ich glauben. Wenn du deinen Glauben an Bedingungen knüpfst, wirst du enttäuscht werden. Gott ist nicht jemand, der unseren Plänen folgt, sondern er hat eigene Pläne und die sind besser. Knüpfe deinen Glauben nicht an Bedingungen. Gott ist souverän. Vertrau ihm auch, wenn du etwas nicht verstehst. Kürzlich habe ich einen Satz gelesen, in dem große Wahrheit steckt. Und er hieß,
Glaube ist, Gott zu vertrauen, wenn das Leben keinen Sinn ergibt. Nochmal. Glaube ist, Gott zu vertrauen, wenn das Leben keinen Sinn ergibt. Und wie oft machen Situationen in unserem Leben keinen Sinn für uns? Es passiert irgendetwas, mit dem du gar nicht gerechnet hast, und es ergibt überhaupt keinen Sinn für dich. Und stürzen dich vielleicht auch in große Enttäuschungen. Vielleicht hast du dir dein Leben ganz anders vorgestellt und es hat eine Wendung genommen, mit der du gar nicht gerechnet hast. Meinst du, Gott weiß das nicht? Er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß, was er zulässt, auch wenn du das im Moment nicht siehst. Und wenn es noch so schlimm aussieht im Moment, er wird für dich alles zum Guten wenden. So heißt es auch in seinem Wort. Es wird uns alles zum Besten dienen. Du denkst, alles ist schlecht. Ich sitze jetzt in einem Loch und du siehst kein Ende am Tunnel. Bleibe nicht in deinem Loch sitzen, sondern gehe weiter. Gehe weiter deinen Weg. Am Ende des Tunnels scheint die Sonne. Du verstehst nicht, warum dir manches passiert. Warum du vielleicht deinen Arbeitsplatz verloren hast. Warum du krank geworden bist. Warum du jemand verloren hast. Oder wenn du finanzielle Probleme hast. Warum deine Arbeitskollegen so ablehnend sind gegen dich. Oder warum du verlassen wurdest. Es gibt so viele Warums in unserem Leben. Und es macht keinen Sinn und wir werden vieles nicht verstehen. Gib dich nicht deinen Enttäuschungen hin und wirf deine Träume nicht weg. Lass nicht zu, dass Gefühle der Verlorenheit dich überrollen oder Bitterkeit in deinem Leben Platz gewinnt. Gott sagt in Jesaja 48, Vers 17: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das Wichtige, das hier steht, heißt zu deinem Nutzen. Alles passiert zu deinem Nutzen. Wir sollen lernen aus dem, was uns passiert. Und du denkst jetzt vielleicht, du weißt gar nicht, in was für einer Situation ich gerade stecke. Ja. Auch ich war schon in Situationen, die ich keinem wünsche. Und ich war auch schon dem Tod nahe. Und im Rückblick kann ich nur sagen, er hat alles wohl gemacht. Er hat alles gut gemacht. Und ich habe auch gelernt aus vielen Enttäuschungen, Niederlagen, Verletzungen und was auch immer. Es ist ganz egal, in was für einer Situation du steckst, Gott holt dich wieder heraus. Er hat Gutes für dich im Sinn. Es sind Zeiten der Prüfung. Und das passiert alles, um dich an den Platz zu bringen, wo Gott dich haben will. Wenn ich das alles nicht erlebt hätte, diese Enttäuschungen und Niederlagen, wäre ich heute auch nicht da, wo ich jetzt bin. Er will deinen Charakter formen. Er will, dass du ein geistliches Rückgrat bekommst, dass du standfest wirst im Glauben. Er will, dass du dein Vertrauen ganz auf ihn setzt. Du kannst sagen, Gott, ich verstehe das nicht, aber ich vertraue dir. Konzentriere dich nicht auf das Problem, dass es sich aufbauscht in deinem Leben, sondern vertraue Gott für eine Lösung.
Schmerz, Verlust, Enttäuschung. Werde nicht bitter. Zerbruch ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Wie ist das doch mit einem Weizenkorn? Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es muss zuerst in die Erde, tief in die Dunkelheit, bevor es wächst und wunderbare Frucht bringt. Und je größer deine Enttäuschung, umso größer der Segen. Gib nicht auf. Lass deine Emotionen hinter dir und schau nach vorne. Auch wenn du keine Veränderung siehst und du dich immer noch mit dem gleichen Problem herumschlägst, Gott hat dich nicht vergessen. Er hat das letzte Wort. Und in Psalm 23, der beschreibt uns das so schön. Er führt uns durch das finstere Tal und wir brauchen kein Unglück zu fürchten. Und danach bereitet er uns einen Tisch des Überflusses. Ist das nicht wunderbar? Aber zuerst kommt das Tal und dann der Überfluss. Wir wollen meistens nur den Überfluss, aber nicht das Tal. Wenn du mit Glauben und Vertrauen durch das Tal gehst, kommst du zu dem Tisch, der für dich gedeckt ist. Ein Tisch des Überflusses. Das wird nicht im Verborgenen geschehen, sondern deine Feinde werden es sehen. Alle werden es sehen, dass er dich segnet. Und deine Feinde katapultieren dich an den Tisch des Überflusses. Eigentlich müssten wir unseren Feinden dankbar sein. Sie bringen uns dahin, wo Gott uns haben will. David wusste, wovon er sprach. Auch David hatte viele Enttäuschungen, Verletzungen und Schmerzen erlebt. Sein Problem war Saul. Er hätte einige Male die Gelegenheit gehabt, das Problem zu beseitigen. Doch er wollte kein Unrecht tun. Er hat das Richtige getan. Und da kommt es auch auf unsere Haltung an. Tun wir das Richtige oder wollen wir das Problem selber beseitigen? Oder vertrauen wir auf Gott, dass er es tut? David hätte auch sagen können, das ist unfair, wie der mich behandelt. Und Recht hätte er gehabt. Vielleicht hat er sogar gedacht, Gott, warum lässt du das zu? Du hast doch mich ausgewählt als König. Es war Enttäuschung. Und ich bin mir sicher, dass David es nicht verstanden hat, warum das so war. Es war unfair. Aber Davids Charakter wurde dadurch geschult und er wurde zum Freund Gottes. Und immer wieder in den Psalmen der Appell, ich vertraue auf Gott. Gott kümmerte sich darum und David wurde König. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, heißt das nicht, dass du etwas falsch machst, sondern dass dein Charakter, dein Vertrauen und dein Glaube geschult werden. Jede Schwierigkeit macht dich stärker. Manche Erfahrungen helfen uns zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und reif zu werden. So wie das Weizenkorn, das durchbricht und eine wunderbare Pflanze gibt und viel Frucht.
Gott lässt keine Dinge zu, aus denen er nichts Gutes machen kann. Auch in deinem Leben. Vergrabe dich nicht in deinen Enttäuschungen. Sage nicht, ich schaffe das nie. Und höre auf, dir Sorgen zu machen. Konzentriere dich nicht auf deine Probleme. Gott hat bereits die Lösung und ein Durchbruch ist auf dem Weg. Bleibe dran. Gib nicht auf und vertraue Gott. In der Bibel gibt es viele Beispiele, wo das Leben nicht so gelaufen ist, wie es gewünscht oder erhofft wurde. Auch im Leben von Josef sehen wir, dass nicht alles so glatt gelaufen ist. Sehr eindrücklich ist das auch beschrieben. Von der Grube ins Gefängnis und dann zum zweithöchsten Mann im Staat. Was für eine Wendung. Angefangen hat alles mit einer Vision von Gott. Und so fing es vielleicht bei dir auch an. Eine Vision oder ein Eindruck, was Gott in deinem Leben tun möchte oder aus deinem Leben machen möchte. Vielleicht auch ein Wunsch von dir, was du für Gott tun wolltest. Und dann kam alles ganz anders. Josef war ganz begeistert und freute sich und zog damit den ganzen Neid und Eifersucht der Familie außer seines Vaters auf sich. 1. Mose 37, 4 und 5. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Wenn man sich das vorstellt, sie haben nicht einmal mehr mit ihm gesprochen. Es ist sehr verletzend, wenn man mit Neid und Eifersucht leben muss. Enttäuschung macht sich breit, Enttäuschung über die Familie. Was haben die mir angetan? Und Josef wollte nichts Böses. Er hat sich nur gefreut über das, was Gott ihm geschenkt hat. Und bestimmt hat er das nicht verstanden. Doch es änderte sich nichts. Im Gegenteil, die Situation wurde immer schlimmer. In ihrer Wut warfen ihn seine Brüder in einen tiefen, dunklen Brunnen und sie wollten ihn sogar umbringen. Doch Gott hatte andere Pläne. Er brachte ihn weiter und er passte auf ihn auf. Gott hat gute Absichten in unserem Leben. Psalm 40, Vers 2 und 3. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Er holt dich aus jeder Grube und aus allem Schlamm heraus. Und das sagt hier einer in diesem Psalm, der weiß, wovon er spricht. Er spricht genau davon, was auch Josef passiert war. Josef kam nicht um in seinem Loch. Genauso wenig wie du umkommst in deinem Loch. Gott hat eingegriffen und hat ihn weitergebracht. Genauso David und genauso dich. Deine Füße stehen auf dem Felsen und er wankt nicht, egal wie es aussieht. Und stelle deine Füße auf diesen Felsen und vertraue. Die Grube ist nicht das Ende. Josef wurde an eine Karawane verkauft und kam so nach Ägypten. Und das war bestimmt nicht das Ziel und der Traum seines Lebens, in Ägypten zu sein.
Aber Gott hatte das so geführt, weil er einen Plan mit seinem Leben hatte. Gott brachte ihn dadurch in die oberste Liga, direkt zum Pharao. 1. Mose 39, 2 bis 4. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Wie erstaunlich, was für eine Karriere. Gott bringt auch dich aus der Grube an einen Platz, an dem er dich haben will. Wenn du das auch momentan nicht verstehst, dass du in Ägypten landest, Gott hat einen Plan in deinem Leben. Gott hat zugelassen, dass Josef im Gefängnis landete, schuldlos und ziemlich lange. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Pharao hatte einen Traum und nur Josef konnte ihn deuten. Gott gab ihm Offenbarung und Weisheit. Und so kam er aus dem Gefängnis wieder heraus, weil Gott mit ihm war. Und trotzdem wurde ihm das Gefängnis nicht erspart, obwohl Gott mit ihm war. Und das Ende der Geschichte, 1. Mose 41, 38 bis 42. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Gott hat ihn an diesen Platz katapultiert, an dem er in der Lage war, in der Hungersnot ganz Ägypten zu retten und auch seine ganze Familie. Auch wenn in deinem Leben nicht alles so läuft, wie du es gerne hättest, Gott hat einen Plan und es wird für dich alles zum Besten werden. Bleibe nicht stecken auf dem Weg zum Sieg. Konzentriere dich nicht darauf, was in deinem Leben nicht gut gelaufen ist. Josef hat nur das Ziel erreicht, weil er nicht bitter wurde über dem, was ihm widerfahren ist. Seine Enttäuschungen waren groß, sein Schmerz und seine Verletzungen waren gewaltig, verkauft von der eigenen Familie. Josef hat immer an Gott festgehalten, egal wie schlimm es aussah. Er wusste, Gott bringt mich weiter und die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Unser Leben ist voll von Dingen, die uns nicht gefallen. Und dein Leben ist vielleicht nicht so geworden, wie du es dir erträumt hast. Deine Gebete wurden nicht beantwortet, bist von Menschen enttäuscht. Gott hat es zugelassen und er wird es gebrauchen. Er benutzt es zu etwas Gutem. Du kannst sagen, es gefällt mir nicht, aber ich vertraue dir, Gott. Ich glaube, dass du das Beste daraus machst. Du brauchst diese innere Einstellung, du brauchst diese Haltung,
dass Gott in deinem Leben alles zum Guten wendet. Lass dich nicht einschüchtern, wenn du Widerstand hast. Wenn Gott eine Türe schließt, macht er eine größere wieder auf. Vergrabe deine Enttäuschungen nicht in deinem Herzen, sondern schau nach vorne. Auch wenn dein Leben nicht so verläuft, wie du es gerne haben willst, vertrau Gott dein ganzes Leben an. Gott benutzt deine Niederlagen und deine Feinde, um dich dahin zu katapultieren, wo er dich haben möchte. Vergiss nicht, alles dient dir zum Besten. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.